Ja, ich finde dieses Piepsen so total lustig. Piep. Wunderschön. Wir sind hier in einer russischen Forschungsanlage. Bitte beachten Sie folgende Regeln. Nicht schießen auf eigene Menschen. So, ich traue dem nicht. Wieso können wir das hier nicht öffnen? Da ist irgendeiner durchgesprungen. Von wo auch immer er gesprungen ist. Da hinten steht Pyramid Head. Da, seht ihr das? Pyramide, also. Vorsichtig, gehen wir hier weiter. Voran. Irgendwie seltsam, dass wir da... Oh, da ist wieder was. Na, hallo? Jetzt erst, okay. Da auch. Topaz. Saphir. Ich verstehe gar nicht, warum diese 001-Bezeichnung überall ist. Welchen Zweck? Können wir ihr nicht sagen, sie soll Licht machen? Ich finde es echt ein bisschen... blöd, wenn es hier so arschdunkel ist. Explosive Flasche. L1, Zweitwaffe werfen. Okay, mit L1 und dann R2. Ah, okay. Gut zu wissen. Da haben wir noch ein Buch. Auszug aus Kafkas. Der Prozess. Warum er auch immer mit C geschrieben ist. Egal. Da das Tor zum Gesetz offen steht... wie immer, und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meinem Verbot hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig, und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter einer mächtiger als der andere. Ja, das ist schon wieder diese Sache, wo man sich fragen kann, ja, warum fangen die denn immer mit den Schwächsten an? Und, ne? Dann werden sie erst stärker von Stufe zu Stufe. Wo macht das Sinn? Wo macht das Sinn? Nirgends macht das Sinn. So, da macht das was Sinn. Rubine. Ich mag es, Punkte zu sammeln. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und wir müssen teilweise auch auf die Decken achten. Wir haben hier nochmal ein Kafka-Zeichen. What is this? Das sieht aus, als ob da jemand Golf spielt. Irgendwie so ein bisschen. Aber eigentlich ist es ein zweites Bein, weiß ich nicht. So, egal. Truhe. Hier kriegen wir die jetzt auf. Ist rot, 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 orange. Konzentration. Offen. Ich verstehe noch nicht den ganzen Sinn dahinter, aber okay. Eine Teilbox haben wir. Wieder eingesammelt. Dann wechsle ich zu Kaler. Kalimero mit Sombrero. Küken aus Palermo. Wenn wir euch sehen, sind wir sehr froh. Und Priscilla hilft dir immer. Ja, das ist ein Hut und der gefällt uns gut. Also Priscilla ist kein Hut, aber... Okay, keine Ahnung, was uns da unten erwartet. Wir werden es herausfinden. Jetzt. Fuck. Können wir uns da ranschleichen? Oh oh. Komm schon, du Bastard! Was? Nur ein Schuss hat sie nachgeladen? Jesus. Oh.
Ja, Pyramid Head, Stufe 2.0. Rest haben wir gerade in die Luft gejagt hier. Ich bemerke auch gerade, dass hier ziemliche Fallen rumstehen. Eigentlich. Und diese nassen Geräusche, ist ein rostiger Schlüssel brauchen wir dafür. Diese Anlage ist wahnsinnig groß, muss ich sagen. Noch eine explosive Flasche. Nehmen wir mal mit. Aber ich war hier noch nicht fertig. Ich wollte hier nochmal upsala zurückgehen. Gucken, ob ich hier noch was übersehen habe. Da kommen wir nicht rein. Aha, okay. Und hier wären wir dann wieder von der anderen Seite rein. Ne? Genau. Also hier wären wir dann schon mal gewesen. So, gut. Moira, du kommst mal her, bitte. Keine Ahnung, ob wir hier noch was für dich finden. Ich weiß auch nicht, ob du ob du überall reinpasst oder ob wir dafür wirklich das kleine Kindchen brauchen. Wir werden es aber mal feststellen. Nein, das kann scheinbar nur das kleine Mädchen machen. Okay. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Feiers? Nee. Schien nur so. So, dann nehmen wir wieder die Claire. Aha. Nee, hier kommt ja niemand durchgesprungen. Und wir haben den rostigen Schlüssel gefunden. Moira, vielleicht mal. Nochmal zwei Schuss Munition. Ich wusste nicht, dass die alle hier so wahnsinnig lichtscheu sind. Das kriegt sie auch weg. So. Und hier haben wir noch eine Kiste, wo wir nicht rankommen. Weil hier dieses Ding drin ist. Okay. Boah, ist das aber... Das ist arschig, wenn wir da wirklich rein müssen. So, und wir sind wieder... auf der anderen Seite. Aber jetzt haben wir den rostigen Schlüssel. Oh Gott, im Himmel. Da tanzt gerade jemand herum. Der hat einiges ausgehalten. Den freigelassen, den Arsch. Mit dem Riesenhammer. Der Arsch mit dem Riesenhammer. Alter, was? Bluten. Wenn sie von einem sehr kräftigen Schlag getroffen werden, gelangen sie in den Blutus-Status. Während sie bluten, können sie nicht rennen. Nehmen sie dafür aber kontinuierlich Schaden. Benutzen Sie Verbandszeug im Objekt Bildschirmmenü, um das Bluten zu stoppen. Wenn Ihr Partner ein Verbandszeug im Inventar hat, wird es automatisch benutzt, um Ihnen zu helfen. Für dich kriegen wir nicht mal Punkte. Boah, ey. Sorry. Das war, ja, wie soll ich sagen, nicht beabsichtigt, dass das so läuft. Wir schauen jetzt nochmal. Wir haben das alles. Moira soll mal ruhig uns mal das übergeben. Brauchen die Munition. So, rein damit.
Myra geht's gut? Okay. Alles easy. Jetzt frage ich mich natürlich, ob da hier schon... ob jetzt hier ein Käfig aufgegangen ist oder nicht, das weiß ich nämlich nicht. Ich dachte, ich da oben jemand langrennen gesehen. Und war schon irritiert deswegen. Nee, nee. Alles gut, alles gut. Wir haben ja den rostigen Schlüssel, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Und holen uns auch, ja, was heißt holen uns auch? Wir gehen wieder zurück und gehen da rein, wofür den rostigen Schlüssel wir gefunden haben. Aber diese Metzelanlagen, die sind mir immer noch sehr unangenehm. Was in aller Welt ist das? Bugs! Of course there had to be bugs. Oh, was ist denn das? Das sind doch keine Bugs mehr. Das ist doch eklig, ist das. Ich krieg da voll die ganze Haut. Ich hasse Insekten. Okay, ich höre keine krabbelnden Geräusche mehr. Ich bin etwas ruhiger jetzt wieder. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind es wirklich Insekten. Scheinbar müssen wir uns hier beeilen mit der Müllpresse. Ich hasse Insekten. Na gut, komm her, Myra. Jetzt musst du hier ein bisschen was tun. Du musst, weiß ich nicht, Strom herstellen oder sowas, irgendwas. Partnersymbol. Wenn ihr Partner bewegungsunfähig wird, während sie von ihm getrennt sind, wird das Spiel Game Over. Das Partnersymbol wird angezeigt, wenn sie vom Partner getrennt sind. Das Partnersymbol blinkt rot, wenn der Partner kaum noch Gesundheit hat. Der Partnersymbol zeigt auch an, wenn sie den Charakter nicht wechseln können. Sie können ihrem Partner einfache Befehle geben, warten und folgen. Zeigt auch an, wenn sie den Charakter nicht wechseln können. Okay. Pass auf, Claire. Hier könnte es durchaus passieren, dass... Naja. Ich kann euch auf den Tod nicht ab. Ich sollte mich beeilen. Stell ich ihn da auch gleich fest. Okay, verstehe. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Also ich weiß, was wahrscheinlich passiert, wenn wir zu lange warten. Von der anderen Seite verschlossen. Wenn wir warten. Ich meine, wenn wir den Strom hier einschalten, dann kann ich mir gut vorstellen, was hier passiert. Dann fangen diese Dinge auch an, hier rumzurotieren, was ich nicht so cool finde. Und wir haben noch ein Topas gefunden. So. Dann müssen wir aber... Wie weichen wir denn hier aus? Und wir sind gegen die Wand gelaufen. Okay. What? Are you kidding me? Blenden. Blenden Sie Gegner, indem Sie mit L2 die Taschenlampe auf die Augen des Gegners richten, wodurch diese verwundbar werden. Ah, okay. Okay, die bewegen sich wenigstens wahnsinnig langsam. Was haben wir hier noch? What is this? Kafka-Zeichnung. Typ, der seinen Kopf auf den Tisch geknallt hat. Sorry, falscher Knopf. So. Noch ein Topas.
Ich merke auch, das Tempo vom Spiel ist wesentlich langsamer. Also man kann sich hier wesentlich mehr Zeit lassen. Ich meine, Claire kommt ja klar. Claire kommt klar. Ändert sich da eigentlich noch was oder bleibt das jetzt so? Oh, hallo? Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Sie das nicht? Das ist einfach stehen geblieben. Oh my god. Are you okay? Yeah. I was almost a Claire sandwich. Does Barry tell everyone that story? Well, at least we've got power. That should help. Das ist sehr schön, dass sie da Bezug drauf nehmen. Ja, wir könnten jetzt diesen Weg nehmen, der ist natürlich schneller. Oder wir sagen einfach nur ach. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Mistkerl, ey. Verdammter Rocker hier. Wir hatten die Wahl zwischen Ausweichen von Gegenständen und Ausweichen von Tölpeln. Um Töten von Tölpeln. Ausweichen von Gegnern. Ach so, okay, ja. Mhm. Aber gut, das ist wesentlich leichter hier an dem hier vorbeizukommen. So, okay. Alter, ich hab doch gedrückt. Are you okay? Nein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Moira? Moira geht's gut. Ich verstehe gar nicht warum, aber Moira geht's gut. Ach, erstmal ein Deo benutzen. Bin ganz nass geschwitzt. Das wird jetzt interessant. Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Wieder kaputt machen? Nee. Ich hab wirklich keine Ahnung, wie wir das denn machen sollen. Flucht. Du hast es gesehen? Ich hoffe nicht. Dreh dich um. Komm schon. Geh weg. Dreh dich um. Ich will nur einen Sneak Attack machen. Dreh dich um. Dreh dich um. Sei brav, dreh dich um. Funktioniert also auch. Aber es gibt hier keine mehr. Ich frage mich, wie die denn hier rauskommen. Ich weiß, die klopfen hier total dagegen und so weiter.
Aber ganz ehrlich, wieso, ich verstehe auch nicht, wie man da... wann soll man denn... Wenn, auch wenn man daran vorbeikommt, man stirbt doch, wenn man dann da steht. Denke ich mal. Wir gehen mal kurz zur Werkbank. Feuerrate Stufe 1. So, und das wird auch da reingesetzt. Das ist alles andere als gut, aber hey, was soll's. Hauptsache wir haben es. Oh, sick! So they were torturing people. Ja, stimmt zu. Das nächste Mal, wenn so ein großer Klopper wieder vorbeikommt, dann schnappen wir uns am besten. Ja, nee, was soll denn das? Ich darf doch jetzt keinen ewigen Umweg, nur um dem Typen da auf den Weg zu gehen. Roundhouse! Nur blöd, dass wir wirklich wieder keine Munition haben. Wirklich nicht. Na super. So, nein. Ich weiß auch gerade nicht, was wir hier kaputt gemacht haben, aber es war... Irgendwas ist kaputt gegangen. Ach, wir haben das Ding kaputt gemacht. Okay. Sind alle tot?